das wäre ein Job für dich. Willst du mal moderieren? Willst du mal Moderatorin werden? Nicht. Was soll jetzt das heißen? Sie hat das Talent. Er sagt, danke. So, ich habe nur das Talent zum Klarinettenspielen. Ich kriege keinen Ton außer. Nix, ja. Ich kriege keinen außer. Das ist richtig. Das ist richtig, sagt er. Warum? Da braucht man gewisse Kraft. Die Lippen müssen das Mundstück umschließen. Ich sauch doch nicht an, ich hab doch Neiblosen. Da kommt leider was aus. Aber das ja, ist das, ja, danke, das Gespräch wäre das jetzt beendet. So, übrigens, wir sind bei den Gasteigern. Erst einmal servus miteinander, grüß euch, aber deri. So, die Bromsi, also den sie gerade ein wenig so, wie sagt man jetzt da, einspülen, einwärmen, wie ist das bei dir so? Du trinkst vorher und dann bläst du ein. Das ist gut für den Ansatz. Ja, ja, lass mal rein, ob es dann besser geht. Schauen wir mal. Sauber, so geht. Satz jetzt hier eigentlich alle und wer ist der Chef? Du musst gerade seine kleine Rettung. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ich hab gerade, der Name ist. Der Sepp Schmidt. So, ein Sepp sei Klarinetten habe ich eingespeichelt. Ja. Das muss ich jetzt so sagen, wie es ist. Aber es ist der Abdruck von der Schiederin. Ja, das ist was Besonderes. Jetzt kann ich mal spielen drauf. Nein, du wirst ja jetzt ganz anders spielen dann. Du wirst den Finken, die Finkensteiner Polka wirst du jetzt dann ganz anders spielen. Ja, sicher. So, Gasteiger, warum Gasteiger? Ja, ihr wart ja, glaube ich, schon in Gmund ein paar Tage. Und das Typische auch in Mingau im Gasteig ist der Gahi Berg, der Gmunder Berg, sagt man halt dazu, bayerisch Gosta, also und Gasteig. Deswegen sind wir die Gasteiger. Wohnen alle am Berg drum? Nein. Nicht? Aber wir sind am Berg drum, gell? Wir sind jetzt im Zuhause von ihm. Man muss sagen, es sind Hallen, ja? Es ist ein Anwesen, wenn ich mal so ehrlich sein darf, gell? Ja, da war die Ehefrau. Und weißt du, wie es gemacht hat? Sur, mach nicht. Du, warte mal, da lass mich gar nicht mehr raus. Was ist denn los? Ich bin ein braver da. Bist du ein braver Bub? Musikanten auch da brav. Ich bin auch brav. Musikanten auch ganz brav. Wissen das bei, aber ihr habt alle Frauen. Moment, lass mich zur Frau schnell. Ja, lass mich gar nicht mehr raus. Du. Warte mal, ein Foto müssen wir noch machen für die Frau, dass du eine andere Frau am Shows gehabt hast. Ja. So, lächeln. So, und schon bin ich wieder vor. Du, der hat einen festen Griff, du. Das suchte ich. Du. So, jetzt gehen wir mal zur Frau. Wird der auch immer auf dem Shows hinzart, oder wie ist das? Ja. Wie ist der Name? Evi Meier. Von der Evi müssen wir einen Namen wissen, weil es die einzige Frau hier anwesend ist. Warum? Was sind die anderen? Oder bist du die einzige? Ja. Was? Was ist denn das passiert? Also wir haben mehrere Kopf. Ja, ich weiß nicht, sind sie verreckt, dass keiner bleibt. Ich bin doch närrisch. Was ist mit den anderen Weiberleuten? Die haben es weggeheiratet, wie man so sagt. Und du bist nicht verheiratet, doch? Ja schon, und die lässt raus, oder? Dein Mann. Ja, Frau. Der ist froh, wenn ich weg bin. Das sagst jetzt du, gell? Das wird's auch, oder? Ist das auch ein Musikant? Nein. Naja, der versteht das nicht, gell? Ist ja klar. Ach so, der Mann darf kein Musikant sein, oder was? Nein, nie. Wie ist denn das mit den Weiberleuten vor Musikanten? Ich habe immer gehört, dass da gewisse Sachen auf die Bühne geschmissen werden. Ist das so? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Nix. Im Gegenteil. Mir schmeißen. Immer schmeißen, damit was zurückkommt, oder? Ja, sowieso. Wie lange gibt es denn euch schon? Wie lange seid ihr schon beieinander? Wir sind jetzt schon fast seit 40 Jahren, gibt es uns. 40 Jahre? Das sieht man die aber nie da. Ja, wir schon, aber da sind nur zwei Gründungsmitglieder. So, ich jetzt da wieder um. So, jetzt gehen wir da wieder um. Habe ich einen Notenständer umgehauen? Bin ich bei hängen geblieben? Nein, Gründungsmitglied. Soll er mich dazwischen rein? Ja, ich bin schon. Steil eben. Nein, seit 75 sind wir benannt, damals als Gmunder Bläserbaum noch, das geheißen. Und dann haben wir uns mal getrennt. Ein Teil sind Dorfmusikanten geworden, Gmunder Dorfmusikanten, ein Teil Gasteiger Musik, das sind wir jetzt. Und wie gesagt, Gründungsmitglied ist eigentlich was eins dabei. Und das ist der Franz. Und ich bin ein Jahr später eingestiegen. Franz. Ja, aber dieselben Grauen haben wir da schon. So, wie stellen Sie sich so an, wenn man als Gründungsmitglied so als Obervater da sitzt? Sind Sie alle gut beieinander? Ja, aber mit den Jungen geht es ganz gut. Ja, die Jungen, ja, sind ein paar da auch. Das geht schon. Er ist der Jüngste, oder? Der Schlagzeuger ist der Jüngste, oder? Hast du ein Casting durchlaufen müssen, dass du hier rein durftest? Das war nicht leicht, aber der Sepp hat mich noch schon aufgenommen irgendwie. Habt ihr einen Schlagzeuger gebraucht, oder? Ja. Der war auch Junge sein. Aber der hat dann der Pfeffer, oder? Ja. Ja, dann zeig ich mal was. Dann mach mal du Pfeffer, was hören wir von euch jetzt? Ja. Finkensteiner Polka, aufgelegt. Ist es ein Klarinettenstück? Ich könnte dir unterstützen, beiseite treten. Beim zweiten Stück kannst du dann mitspielen. Ich hab's angespielt, gell? Genau. Ja, ich hab's versucht anzuspielen, gell? So, ihr dürft loslegen, ja? Wer gibt's Kommando? Solo.
So, jetzt gibt es was zum Trinken, das ist natürlich auch sehr gut. So, wir sind bei den Gasteiger, Prost zum Wohle erst einmal, an der Bar extra eingerichtet, ja. Zum Wohle, gell. Also es ist ja schon eine Zeitl her, dass ihr euch gefunden habt. Da gibt es ja auch wunderbare fotodokumentarische Möglichkeiten, das zu sehen. Mich interessieren die Frauen da vorne. Da sind wir wieder bei den Musikern und den Frauen. Was? Und was? Zimmer, waren das Zimmer? Wer bist denn da du drauf übrigens? Wer ist denn das Gründungsmitglied? Das Gründungsmitglied hat sich irgendwo versteckt. Da bist du gar nicht mit drum. So schaut's aus, überhaupt nicht. Was haben wir nur alles also, Schönes? Ich war in Caracas auf einem von unseren Auslandsreisen. In Caracas? Ja, in Venezuela. Aha. Und das war die Polarbrauerei mit den unterschiedlichen Biersorten. Wo war es nur überall? Was hat es nur überall rumgekommen? Wo war es noch? In welchen Erdteilen? Wir waren in Oman, in Muscat, auf dem Oktoberfest. Das ist zwar schon eine Zeit lang her. Wir feiern da bitte Oktoberfest. Wir vertragen doch nichts. Vertragen nicht viel, nein. Aber es hat schon funktioniert. Ja. Für einen Abend war das gut. Und dann am See das ist direkt? Jetzt nur mal, da sind wir jetzt in unserer kompletten Besetzung als. Wie viele Satzen? 17 sind wir. 17. Aber ihr habt verschiedene Richtungen, gell? Verschiedene Musikrichtungen, genau. Die ihr spielt, was? Wir sind jetzt so borisch mit Meerspecker Tracht und wir machen aber genauso Big Band schon seit gut 20 Jahren. Mhm. Das Millennium-Fest in Bad Wisse haben wir da gestaltet. Mhm. Also da haben wir zwei, drei Leute zusätzlich dabei. Mhm. Da sind wir dann die Lakeside Big Band. Spielen ganz komplett anderes Programm. Wie ist denn das, wenn man so zwischen den musikalischen Welten wandelt? Super, Berg, ist abwechslungsreich und macht immer wieder Spaß. Mal das machen, mal das machen. Einfach. Was macht am meisten Spaß? Beides? Vieles? Vieles, die Abwechslung, wie der Schorscher sagt. Ja. Mal das Bayerische und dann wieder die Big Band, der alte Sound. Mhm. So richtig. Und wenn die Auftritte dann vorbei sind, geht man gleich ins Bett? Ja. Das sagt er, gell? Ja, aber es ist halt jung anscheinend, gell? Okay. Bist über 40, oder? 42. Ja. Und es ist halt jung, das muss ich machen. Du darfst nicht gleich heimgehen. Ja. Verstehst? Wir halten am längsten durch. Wer ist denn der Hockenbleiber? Der ist halt nicht dabei. Der ist ja, aber es ist doch in jeder. Wir haben am Samstag eine Hochzeit gehabt, der hockt noch. Der trinkt Neucheln aus, oder? Der ist dabei. Der lässt sich das nicht zweimal sagen, oder? Ja. Der sauft mit den drei Bedienungen und Nagel aus. Aber es gibt doch in jeder Gruppierung, wenn man so im Verein ist, da gibt es die Hockenbleiber, da gibt es die Ehrgeizigen, dann gibt es die Spaßigen, dann gibt es diejenigen, die das Ganze zusammenhalten, die Organisatorischen. Wer hat denn das organisatorische Talent? Gibt's da? Er? Du? Du? Der Schoserer? Du warst das? Ich bin für den Schnaps zuständig. Das habe ich mir schon gedacht. Bei ihm haben wir im Keller unten das Notenarchiv. Und da kümmern sich da ein bisschen. Ich mache das Musikalische und schaue, dass wir Stückel wieder finden, so wie heute. Die zwei Stückel haben wir montags erst einmal probt. Oh, hört sich gut an. Okay. Und der Schorsch ist unser absoluter Finanzminister und Ausmacher von dir. Bei dir haben wir gedacht, du hast was mit dem Gold da. So. Für was bist du zuständig? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Gell? Ich kümmere mich um die Evi. Das ist auch wichtig. Evi, und was machst du? Du sagst, dass die Baum gescheit heimgingen. Gute Laune. Gute Laune. Ja, ja, auch wichtig. Und er da hinten, was macht er? Ich bin für den Rhythmus zuständig. Für den Rhythmus. Das ist auch wichtig. Einer muss wenigstens für den Rhythmus sorgen, das ist klar. Der Rückhalt. Der Rückhalt. Gibt es eigentlich noch die Möglichkeit, dass man neu dazutreten kann? Sepp, also ich meine, also Menschen, die dazu wollen. Jederzeit. Ja. Es ist bei uns so, wir machen eigentlich wenig Nachwuchsarbeit. Das macht in der Gemeinde die andere Kapelle, die Dorfmusikanten, die Gmunder, die bilden wirklich junge Leute aus. Und wir sind halt ein Haufen, der so lange beieinander ist, wo es schwierig ist, ganz junge dazu zu bringen, weil vom Niveau her ist nicht ich ganz einfach. Ich so gern, aber ich kann, ja. Ich dat, kann also jetzt spülen. Nach deinen Ansätzen, vielleicht zwei Proben, dann geht's schon. Was soll ich machen? Macht's jetzt, muss ich. Jetzt setzt euch hin. Das wird mir zu geil. Also mal hinsetzen. Was hören wir denn jetzt, Sepp? Jetzt hören wir Kaktusblume aus der Oberpfalz. Die Kaktusblüte aus der Oberpfalz heißt korrekt. Kaktusblüte, ja. Die Blume ist schon umgekommen. Das launische Mädchen. Das launische Mädchen. Das passt ja fast aus. Du wusstest, wie das gemeint war, gell? Ja, ich weiß ganz genau, wie das gemeint ist. So, das ist sehr interessant. Das launische Mädchen ist auch da. So, ist alles gerichtet, habt ihr Platz, ist alles schon. Was sagst du? Das sind wir alle nicht, gell? Es kommt immer bloß auf die Männer drauf, aber es uns behandeln. Dann sind wir launisch. Oder auch nicht.
gell? Zu einer Ortschaft der Woche. Lauschen Sie den wunderbaren Klängen. Bis zum nächsten Mal. Servus.